Früher habe ich das mit Skiern gemacht, und zwar auf frisch verschneiten Hängen. Und dann war eine Zeit lang so wenig Schnee in Österreich, dass ich einen Ersatzsport gebraucht habe. Dann habe ich mir ein Kunstfahrrad gekauft und bin draufgekommen nach dem Regen. Lässt sich wunderbar zeichnen mit reinem Wasser. Und das ist etwas, kostet nichts, macht keinen Lärm. Es ist irgendwie leicht möglich und macht Spaß. Das so lange feucht bleibt. Ja, es lässt sich auch mit Farbe durchführen, auf Karton. Aber diese Bilder haben halt dann eine Größe von 9 Quadratmetern. Und da hat nicht jeder in der Wohnung Platz für sowas. Es hat nämlich in Deutschland eine Untersuchung gegeben, wo man Biohaushalte mit konventionellen Haushalten verglichen hat und eben geschaut hat, wie schaut das dann am Monatsende aus mit dem Preis. Und es war so, dass Biokonsumenten häufig auch bewusst eine bewusstere Ernährung haben. Das heißt, sie kaufen weniger Limonaden, weniger Fertiggerichte und eben teure Dinge. Und es kommt unterm Strich dann heraus, dass es kaum teurer ist, wenn man auch die Ernährungsgewohnheit umstellt, auch bezüglich der Diätzusammensetzung mehr Wert auf Karotten und auf Getreide legt und Fleisch vielleicht ein bisschen reduziert, dann ist unter dem Strich die Ernährung billiger und auch gesünder, wie die Ernährungswissenschaftler ja bestätigen. Der Trend geht es sicher zu mehr Konsumenten, also Bioprodukte, wobei ich sehe, dass viele Konsumenten es einfach kaufen, weil es besser ist. Ja? Und für die ist es dann oft auch nicht so wichtig, also ob es etwas teurer ist oder nicht. Ja? Sie kaufen es, weil es ihnen besser schmeckt und weil sie sich also damit einfach wohler fühlen, also dieses Produkt zu genießen. Wir sind von der Bioinfo und wir informieren Konsumentinnen über biologische Lebensmittel, wie die zertifiziert sind, wie sie gekennzeichnet sind, wie sie kontrolliert werden, wie Biobauern kontrolliert werden. Und wir stehen für Spezialfragen immer gern zur Verfügung. Man kann uns anrufen zum Ortstarif aus ganz Österreich und man kann sich Informationsmaterial von unserem Stand mitnehmen und Käse verkosten.